Also ich erzähle jetzt die erste Zeit meiner Sannyas-Erfahrung. Das heißt, ich war Schüler von Bhagwan Shirashnish, kam aus Pune zurück 1980, 81. Zweimal war ich da, jeweils mehrere Monate, 4, 5 Monate, und lief in roten Kleidung, roten Gewand und Mala durch Deutschland. Das heißt, im Grunde ich hatte keinen festen Wohnort, Wohnsitz, sondern bin überall rumgezogen. Und das war jetzt ein ziemlicher Bruch, denn vorher, die ganzen Jahre, war ich ja Student, hatte meinen Magister gemacht und war fast fertig mit meiner Doktorarbeit, und ich konnte einfach nicht mehr diese Art des Schreibens und Lernens aufrechterhalten. Das ging nicht. Das schreibe ich nicht dem Bhagwan dazu, sondern ich habe dann eben angefangen mit dem Haschischrauchen, weil es war für mich die Herausforderung meines Lebens überhaupt, diesen Sog ins Unendliche zu beobachten, wahrzunehmen. Und damit dachte ich, wäre ich auf dem Weg zur Erleuchtung. Das heißt also, was da passierte mit mir, das ist eher dem Haschischrausch zuzuschreiben als jetzt der Wirkung von Bhagwan, obwohl ich wirklich mich mit ihm sehr innerlich verbunden fühlte, was immer das tatsächlich heißt. Also ich sah gerade im Haschischrausch, war ich fast selber Bhagwan. Also ich war eins mit ihm, und es war ein enormer Energieanstieg in der Stunde, 2 Stunden des Rausches. Aber eben keinerlei Interesse, irgendwie eine Karriere aufzubauen, wie sie eigentlich ursprünglich mal vorgesehen war. Also bin ich dann als Straßenmusikant überall rumgezogen, und meine Doktorarbeit, die eben fast fertig war, habe ich mit lächerlichen Randbemerkungen im Rausch beendet, dem Doktorvater übergeben, und der war natürlich auch entsetzt, was da passiert ist. Es war das Ende meiner Hochschullaufbahn, muss man schon Also die sagen. Promotion hat nicht geklappt. Promotion hat nicht stattgefunden. Eines dieser Sachen, die ich später ziemlich bereut habe. Erst viel später ist mir eben klar geworden, dass was man echte Spiritualität nennen könnte, völlig unabhängig davon ist, was man eigentlich macht im Leben, ob man jetzt als Straßenmusiker rumzieht und versucht, im Hier und Jetzt zu sein, oder ob man einem festen Job nachgeht und einfach verdammte Mühe gibt, sein Geld zu verdienen und Verantwortung zu übernehmen. Beides ist okay. Auf jeden Fall, in dieser Zeit, in diesen 80er Jahren, war zum einen eben diese Liebesgeschichte mit der Yogi-Frau, die dann später zu Maharishi gegangen ist und sogar zum Schluss ins katholische Kloster, wo ich immer hinterher war und versucht habe, sie dazu zu bewegen, selber auch Sannyasin zu werden, was eben nicht geklappt hat. Und das hat sich dann so weitergezogen, dass ich dann auch, Bhagwan ist ja dann nach Amerika gegangen, auch dort war ich zweimal, dann wieder zurück nach Pune. Er war ja eine sehr schillernde Figur in allen Medien, ständig präsent, und ich selber wurde auch angegriffen natürlich von außen wegen meiner Kleidung, und war klar zu erkennen, ich bin ja ein Bhagwan-Jünger. Bin sogar im Heimatdorf rumgelaufen, und das war für meinen Vater als Pastor auch nicht gerade angenehm, dass der Sohn dermaßen daneben geraten ist. Also das waren ziemlich wilde Jahre, kann man sagen. Und ganz allmählich habe ich wieder so Fuß gefasst. Ich musste ja von irgendwas leben. Irgendwie musste ich ja mein Geld verdienen. Und habe dann angefangen, an einer Grundschule Musikunterricht zu geben. Also mehr Privatunterricht, nicht jetzt als Lehrer, angestellter Lehrer. So kam ich allmählich wieder ins Berufsleben zurück. Wobei ich mir möglichst viel Freiheit natürlich genommen habe. Also zum Beispiel fast nur nachts ab 4, 5, also da war meine beste Zeit. Und es gab ja in Hamburg, und gibt es auch wohl noch immer noch, gute Kneipen, wo man sich austoben konnte, auch bekifft. Das war schon eine wilde Zeit gewesen. Aber irgendwann war es dann doch
fast schon ermüdend. Es gab ja ein zweites Puna in den späten 80er Jahren, da war ich dann auch noch wieder. Und schließlich ist ja der gute Meister gestorben 1990. Und in dieser Zeit hatte ich bereits meine heutige Frau kennengelernt, eine Kanadierin. Die habe ich noch in Puna kennengelernt. Dort haben wir uns unter wunderbaren Umständen kennengelernt. Und das würde ich gerne dann nochmal in einem extra Beitrag erzählen.